bin Dominik und das hier ist ein Video zu einem Thema, was mich vor einiger Zeit selber voll interessiert hat. Und es gab nichts, was ich gefunden habe, was mir da weitergeholfen hätte. Und jetzt wollte ich es einfach selber angehen. Und ich hoffe, dass ich da mit ein paar Leuten helfen kann. Und zwar ist das Thema eine Hochtouren-Packliste für Hochtouren von 3.000 bis 5.000 Metern, auch über mehrere Tage. Und ich hoffe, damit irgendwem weiterhelfen zu können. Und ich werde überall die Preise mit angeben, damit jeder, der sich einfach neu damit auseinandersetzt, weiß, was auf ihn zukommt. Es wird extrem detailliert und saulang halt, leider. Aber es soll halt wenigstens detailliert sein, dass es halt wirklich weiterhelfen kann. Nur ein kleiner Disclaimer, ich sage nicht, dass das hier die optimale Ausrüstung ist, die jeder benutzen sollte. Ich sage einfach nur, das ist meine Ausrüstung, die mich schon auf viele Touren begleitet hat und die immer perfekt ausreichend war. Ich habe das ganze Video in 4 Segmente unterteilt, dass sich jeder das rauspicken kann, wo er vielleicht noch Fragen zu hat. Das erste ist die Kleidung, die man am Körper trägt. Das zweite ist der Rucksack mit generellem Zubehör. Das dritte ist Sicherheitsausrüstung. Und das vierte ist Ausrüstung, die man eben zum Schlafen braucht. Übrigens, für die, die das in HD gucken, ja, das hier ist ein Pickel. Gut, um direkt loszulegen, ich fange an mit der Kleidung, die man am Körper trägt, und zwar von unten nach oben. Ganz unten fängt es natürlich an mit Schuhen. Ich benutze da den Lowa Z8S GTX oder Lowa Cypher. Das ist ein hochgeschnittener Wanderschuh. Meiner Meinung nach ein perfekter Allrounder in der Kategorie B, C, vielleicht C. Ich habe mich für den Schuh entschieden und nicht für den Scarpa oder den La Sportiva Bergschuh, weil das hier ist ein perfekter Allrounder. Den kann man perfekt für Tageswanderungen nehmen im flachen Gelände, aber auch für mehrere Tageswanderungen oder halt eben auch Hochtouren, weil er eine extrem steife Sohle hat, ist hochgeschnitten, kein Schnee kommt rein und ist mega bequem. Der war für mich einfach perfekt gemacht, weil von der Fußform her, jeder hat andere Quanten, aber der hier war perfekt für meinen Fuß gemacht, mit einer relativ breiten Sprengung. Liegt aber trotzdem gut an, man schlappt nicht und ich habe bei meinem noch Einlagen für reingeholt, also ordentliche Geleinlagen, damit man auch extrem weit damit gehen kann. Ist ein Militärschuh, dementsprechend dafür ausgelegt, mit viel Gewicht weite Strecken zurückzulegen. Die Schuhe liegen bei ungefähr 180 Euro, plus eine Einlage, eine ordentliche, kostet um die 40 Euro. Ein ordentlicher Bergschuh liegt dann auch gerne mal bei 260 bis 300 Euro. Dazu würde ich auf jeden Fall Socken in Merino-Wolle nehmen. Ist meiner Meinung nach das Beste, einfach wegen dem Fußklima. Man kriegt keine Blasen. Perfekt einfach. Die Socken liegen ungefähr bei 25 Euro das Paar. Dann, wenn man im Tal anfängt, würde ich eine kurze Hose mitnehmen oder halt eben eine Lauftight oder irgendwas. Irgendwas, was relativ gut atmen kann und was man später gut auch als zweite Lage oder als lange Unterwäsche nehmen kann. Eine Lauftight, je nachdem, was man nimmt, liegt, keine Ahnung, zwischen 6 und 80 Euro. Dann zu der Hose. Was ich benutze, ist die Fjällräven Barents Pro. Ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Allrounder. Wenn es jetzt um Hochtouren geht, würde ich vielleicht eher was nehmen Richtung Hardshell. Aber ich bin hiermit super zufrieden, einfach weil die ultra robust ist. Man kann sie wachsen, so je nachdem, welchen Anforderungsbereich sie halt haben soll. Und Feuer etc., Funkenfluch etc. ist überhaupt kein Thema mit der Hose, wegen diesem G1000-Stoff. Die Fjällräven Barents Pro kostet, je nachdem wo man guckt, zwischen 120 und 135 Euro. Würde ich aber auf jeden Fall ausgeben, eine Hardshell ist definitiv viel teurer. Später, wenn man dann weiter oben am Berg ist, braucht man auch noch Gamaschen. Ich habe die hier einfach von Amazon, die sind wasserdicht, die sind top, 25 Euro. Optimal. Ein ordentlicher Gürtel ist ein Lebensretter meiner Meinung nach, weil mir immer die Buchse rutscht. Und ich würde einen nehmen, den man stufenlos verstellen kann und der echt robust ist. Übrigens, die Unterwäsche oder generell alles, was man direkt auf der Haut trägt, sollte auf jeden Fall synthetisch sein. Auf keinen Fall Baumwolle oder irgendwas, weil das ewig braucht, bis es trocken ist. Die erste Bekleidungsschicht dann ist ein Shirt. Auf jeden Fall ein Synthetik-Shirt eben. Ein ordentliches von Under Armour kostet 30 bis 40 Euro. Da würde ich 2 Stück mitnehmen auf einer Mehrtagestour. Für die zweite Bekleidungsschicht am Körper habe ich einen Synthetik-Zipper oder so einen Lauf-Zipper. Irgendwas Leichtes, luftdurchlässiges, atmungsaktives, was aber auch ein bisschen warm hält. So ein Zipper kostet ungefähr 50 bis 100 Euro, je nachdem was man nimmt. Für die dritte Bekleidungsschicht benutze ich Vlies oder eine sehr dünne Downjacke, je nach Wetter. Ein ordentlicher Fließzipper kostet um die 50 bis 80 Euro. Eine dünne Downjacke mit ordentlicher Qualität kostet schon gerne mal 150 bis 200 Euro. Als äußerste Bekleidungsschicht würde ich auf jeden Fall eine dreilagige Hardshell-Jacke nehmen.
100% Wasser und 100% winddicht ist wichtig. Immer gut ist, wenn sie einen Sturmkragen hat, wenn es wirklich mal zerrt oben. Und auf jeden Fall eine Kapuze, wo auch ein Helm reinpassen könnte. Eine orange Hardshell-Jacke liegt halt schon bei 250 bis 500 Euro, je nachdem, was man nimmt. Ich habe eine Salewa für ungefähr 300 Euro, bin ich sehr zufrieden mit. Meine nächste wäre allerdings eine Peak Performance, da ist man schon so bei 500 Euro. Das Gute an der Jacke ist aber, dass man sie auch zum Snowboardfahren anziehen kann oder was auch immer. Dann, was ich immer noch hilfreich finde, ist ein Stirnband, einfach nur um den Schweiß aufzufangen, unten im Tal. Wenn man dann weiter nach oben kommt, auf jeden Fall eine ordentliche Mütze. Und zwei Paar Handschuhe, eins für normale Temperaturen um die 0 Grad, eins für, wenn es wirklich kalt wird, um die minus 20 Grad, sollte man einplanen immer. Für um die 0 Grad habe ich persönlich einen Wildlederhandschuh, muss man wissen, und halt eben einen ordentlichen Winterhandschuh, den ich auch zum Snowboarden anziehe. Ein ordentlicher Handschuh kostet um die 100 Euro. So, wenn es dann Richtung Gletscher geht, braucht man natürlich auch noch Steigeisen. Ich habe die Serac von Black Diamond. Die kommen bei 130 Euro raus und kann ich sehr empfehlen. Wichtig ist ein 12-zackiges Steigeisen, kein 10-zackiges. Ist einfach sicherer. Mit ordentlichen Anti-Steuerplatten unten drunter, dass ich keinen Schnee festsetzen kann. Und ich persönlich bevorzuge die Edelstahl-Variante vor der Aluminium-Variante. Also ich trage lieber ein bisschen mehr Gewicht, als nachher Zacken zu haben, die sich schnell abtragen und auch schneller kaputt gehen. Dann natürlich noch ein Eispickel. Ich habe den Hybrid-Pickel von Edelried, Edelried Ronin. Ich benutze die 70 cm Variante, weil es für mich eben genau ausreichend ist. Da scheiden sich natürlich die Geister, was die richtige Länge für einen ist. Im Endeffekt ist es einfach nur persönliche Vorlieben. Ich habe mich für die 70 cm Variante entschieden, weil wenn ich ihn am ausgestreckten Arm baumeln lasse, der mir etwas bis über den Knöchel geht. Wenn man dann noch die Steigeisen unten drunter hat, hat man genug Platz, um auch in extrem steilem Gelände ordentlich Halt zu haben. So, das war alles, was ich am Körper trage. Jetzt die Sparte 2, der Rucksack und die generelle Ausrüstung. Ich persönlich benutze den Evoque Petrol Team 40 Liter Rucksack. Das ist eigentlich ein Skitouren-Rucksack. Der hier hat auch einen Rückenprotektor, damit man auch für Skitouren oder für Snowboardtouren benutzen kann. Kommt mit 1,5 Kilo natürlich relativ schwer. Ich finde aber, dass 40 Liter für mehrere Tageshochtouren optimal sind. Der hier hat noch die Möglichkeit, um 5 Liter zu erweitern, indem man einfach die Deckplatte da oben weiter nach oben schiebt. Ich würde auf jeden Fall einen Toploader nehmen, also einen, den man von oben befüllt, der dann aber vielleicht auch ein Seitenfach hat, wie der hier, wo man relativ easy an alles rankommt, auch wenn es weiter unten im Rucksack liegt. Ich finde generell alles von Evoque sehr gut, aber auch Osprey macht extrem gute Rucksäcke. Der hier Rucksack lag bei 220 Euro. Für einen ordentlichen Rucksack sollte man halt schon 150 bis 250 Euro rechnen, weil er muss auch bequem sein. Im Rucksack dann natürlich ein Kulturbeutel mit allem, was man so braucht. Zahnbürste, Seife, ein bisschen irgendwas. Und ich habe immer noch so ein Mikrofasertuch dabei, ist sehr klein verpackt nachher. Ist einfach gut, kann man auch an einem Bergsee mal als Waschlappen oder so benutzen, weil eine Dusche hat man meistens ja nicht. So ein Handtuch kostet ungefähr 20 bis 40 Euro, je nachdem. Dann ein wasserdichter Packsack. Ich habe den Osprey 6 Liter Packsack für Unterwäsche, für T-Shirts, für alles, was eben nicht nass werden soll im Rucksack. Ist gut, auch zwei dabei zu haben für eben dreckige Wäsche. Dann eine Outdoor-Küche. Ich habe alles, was hier reinpasst. Hat ein Deckelteil, mehr oder weniger eine Tasse. Innen drin dann die Halterung fürs Gas, der Brenner an sich, ein paar Streichhölzer, das Gas selber. Ich habe immer die 240 Gramm dabei und eben ein Bodenteil. Kann man dann so was drin kochen. Zusammengebaut sieht der Kocher dann so aus und ich habe einen kleinen Kocher drauf, der einfach extrem leicht ist und der mit einer Leistung von, ich glaube, 2800 Watt ziemlich leistungsstark ist. Eine meiner besten Investitionen überhaupt ist das Paket hier, weil es ist wirklich einfach mega gut. Ein ordentlicher Kocher liegt ungefähr bei 40 Euro, der Standfuß kostet, weiß nicht, 5 oder 8 Euro und natürlich das Gas mit 7 oder 8 Euro ist man dabei. Beim Gaskocher dann dabei noch so ein kleines Multitool, Messer, Löffel und eine Gabel sind das und 5 Euro bei Amazon. So, dann immer wichtig und schnell griffbereit sind ein paar feuchte Tücher oder Tempos oder so, falls man die Natur auf den Berg ruft oder so. Blasenpflaster und Blasengel oder so, es kann jeden Trip retten. Dann auch immer griffbereit ist eine ordentliche Stirnlampe. Ich habe eine Black Diamond, die ist bis 1 Meter wasserdicht. Ich würde irgendwas nehmen, über 100 Lumen Helligkeit. Meine hat 70, ist in den meisten Fällen ausreichend, aber könnte besser sein.
Für eine orange Stirnlampe bezahlt man um die 50 Euro. Ich würde eine Petzl oder eine Black Diamond nehmen. Dann natürlich immer Unterlagen, um sich auszuweisen. Dann natürlich eine ordentliche Wasserflasche. Am Berg reicht meistens 1 Liter. Meine Wasserflasche ist aus Edelstahl. Man kann natürlich auch die Plastikpäckchen nehmen, die sind ein bisschen leichter, aber ich habe mich für die Edelstahl entschieden, weil man die im Notfall auch mit Wasser füllen kann, heiß machen kann und dann eben in eine Socke stecken kann, um eine Wärmflasche zu basteln. Und ich habe immer noch für eine schnelle Nährstoffversorgung so Shakes dabei, die ich einfach in der Wasserflasche anrühren kann und die mir schnell ein paar Kalorien bringen. So, für Gletschertouren ist natürlich immer wichtig, eine ordentliche Sonnenbrille dabei zu haben, die auch das ganze Auge umschließt, dass von keiner Seite halt eben Sonne reinkommen kann, weil auf dem Schnee kommt auch die Sonne von unten. Bei der Gletscherbrille würde ich eine nehmen, die um die Stufe 4 ist, also wirklich dunkel. Wenn es dann ein bisschen heftiger wird, natürlich eine ordentliche Schneebrille. Ich habe hier eine Julbo, die man optimalerweise auch noch verstellen kann, sodass die Luft zirkulieren kann. Eine orange Gletscherbrille kostet um die 150 Euro. Eine gute Schneebrille liegt bei um die 200 Euro. Das hier ist die Julbo Snow Tiger, glaube ich. Was schön ist, die hat photochrome Gläser, die sich selber dimmen von Stufe 2 bis 4. So, jetzt zur Sicherheitsausrüstung. Als erstes mal ein Seil natürlich. Sollte schon so um die 30 bis 40 Meter haben, damit man eben auch sich gegenseitig aus Spalten rausziehen kann. Wir gehen meistens zu zweit und haben trotzdem immer 30 oder 40 Meter dabei. Kletterseil von 40 Metern liegt ungefähr bei 60 Euro. Dann habe ich immer 6 Karabiner dabei, falls man mal einen Flaschenzug oder so bauen muss. Dazu immer noch ein paar Bandschlingen, Webschnüre in mehreren Längen. Ich habe die Längen 2 Meter, 1 Meter und 50 Zentimeter, also schon gebunden. Das Seil an sich ist 4 Meter, 2 Meter und 1 Meter lang, aber gebunden sind sie dann 2 Meter, 1 Meter und 50 Zentimeter. Und die sind eigentlich nur dafür da, dass wenn man mal eine Pusik machen muss, um jemanden halt eben abzusichern oder irgendwo rauszuziehen. Dann ein Abseilgerät in irgendeiner Form. Ich benutze am liebsten einen ganz normalen Tube, der für 2 Einfachseile gemacht ist. Die kosten um die 25 Euro, glaube ich. Gute Karabiner liegen so bei 10 bis 20 Euro pro Stück. Die paar Meter Seil kosten so gut wie gar nichts, 8 Euro oder so insgesamt. Dann würde ich immer noch 2 Eisschrauben mitnehmen, die sind um die 50 Euro pro Stück. So, und dann noch ein Kletterhelm und der liegt bei 50 Euro ungefähr. Dann habe ich immer noch ein selbstgepacktes Medikit dabei mit Schmerztabletten, Tape, Nadel und Faden und Bandagen etc. Nadel und Faden ist übrigens geil, wenn man Blasen hat, fädelt man einfach das Seil in die Nadel ein, zieht es durch die Blase durch, zieht die Nadel ab, lässt das Seil in der Blase drin, aber so, dass die beiden Dochte an der Blase raushängen quasi und lässt es einfach über Nacht so. Am nächsten Morgen ist die Blase komplett ausgetrocknet. Mega gut, hat mir schon mehrere Trips gerettet. Wir haben dann tatsächlich immer noch ein Bengalo dabei oder irgendeine Leuchtfackel, falls mal ein Helikopter kommen muss. Und ich habe immer noch ein kleines Messer dabei, falls man was abschneiden muss. So, die letzte Kategorie ist Schlafen. Gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen natürlich ist es viel komfortabler, in einer Hütte zu schlafen oder eben in Winterräumen auf der Hütte. Dazu reicht dann in der Regel ein Hüttenschlafsack. Ja, wer schon mal in Winterräumen war, weiß, dass die meistens nicht beheizt sind. Da liegen zwar Wolldecken rum oder so, aber es kann trotzdem saukalt werden nachts. Ich habe dann immer einen Sommerschlafsack noch dabei, plus halt die Decken, die da liegen. Kommt mit 800 Gramm und ungefähr 60 Euro. Ist halt ein bisschen Komfort. Zweite Variante ist natürlich im Zelt zu schlafen, ist am Berg was extrem cool ist, aber auch echt unbequem. Ich habe für mich selber ein Jack Wolfskin Einmannzelt, kommt mit 1,8 Kilo und ungefähr 125 Euro. Bin ich sehr zufrieden mit, man hat allerdings null Platz drin. Ein ordentliches 2- bis 3-Mann-Zelt, um eben damit am Gletscher schlafen zu können, sollte extrem leicht sein und liegt bei ungefähr 400 Euro. Dann braucht man natürlich eine Isomatte. Wenn es extrem kalt ist, würde ich auf jeden Fall eine Thermorest nehmen. Die faltbaren kommen mit ungefähr 40 Euro hin, sind extrem gut. Die Luxusvariante kommt mit 180 Euro und die halten echt extrem niedrige Temperaturen aus. Wenn man weiter unten oder im Tal schläft, reicht auch eine, hier ist mehr oder weniger einfach nur eine Luftmatratze, aber sehr bequem. 40 Euro, top. Dann gibt es natürlich noch die Hardcore-Variante im Biwak, also quasi einfach ein Biwaksack. Da rein eine Isomatte, die für extrem kalte Temperaturen ausgelegt ist und dann natürlich noch ein extrem guter Schlafsack. Wenn man allerdings am Berg bivakieren will, dann sollte man wirklich wissen, was man tut, weil das kann echt nach hinten losgehen. Ein Sommerschlafsack liegt bei 60 bis 100 Euro. Ein richtiger Down-Winterschlafsack liegt 300 bis 400 Euro. Sollte man schon rechnen.
So, das war die komplette Packliste. Ich hoffe, es war nicht zu lang und noch ein bisschen interessant. Wenn sie was gebracht hat, würde ich mich mega freuen, wenn du den Channel abonnierst und ja, uns auf unseren Reisen begleitest. Gut, bis zum nächsten Mal.